Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Town of Lights. Und wir sind jetzt hier immer noch in der gynäkologischen Abteilung und ja, weiß jetzt wieder mal nicht, wo ich eigentlich hin muss. Was war das Haar, glaube ich. Okay, wir müssen anscheinend in den Untersuchungsraum C. Um da zu gucken, was der Arzt aufgeschrieben hat. Das hat sie ja letztes Mal, glaube ich, gesagt, dass der sehr viel geschrieben hat, aber irgendwie nie untersucht oder irgend sowas, ne? Okay, da geht's nicht lang. Ach da, Charlotte sitzt immer noch. Der können wir auch nichts machen. Gut, da schauen wir mal, ob wir irgendwo den Untersuchungsraum C finden. Ne, das hier wird Gynäkologie. Gynäkologie. Radiologie. Hier kommen wir bestimmt nicht rein, ne? Ja. Hier ist auch das Licht aus, sehe ich gerade. Wo sind denn noch Lichtschalter? Nö, das wäre jetzt auch logisch gewesen, aber. Ach, da. So, jetzt sind wir da. Aber, hat man ja C, aber wird wahrscheinlich nicht weit sein. Nationale faschistische Vereinigungszentrum Kampf gegen Tuberkulose. Ein zivilisierten Mensch spuckt nicht auf den Boden und flucht nicht. Zentralkomitee gegen Blasphemie unter dem Vorsitzenden seiner bla bla Majestät des Königs. Aha. Okay. Im Arzneischrank ist nichts mehr. Okay. So komisch aufgeklappt. Okay. Die Fläschchen, die hatten wir doch schon mal. Oh, Schlüssel. Kann ich nicht mitnehmen. Okay. Na gut. B. Achso, das ist ja da drin. Eine Zusammenfassung hinzugefügt. Vor allem, wo sind denn eigentlich die Zusammenfassungen, die hier drin? Oh, hier haben wir ganz viel. Gut, nichts weiter. Mein Name ist René. Mir wurde gesagt, dass ich dieses Tagebuch schreiben soll. Aber das möchte ich nicht. Es stimmt nicht, dass es mir besser geht, wenn ich es schreibe. Es geht mir schlechter. Ich war ein schüchternes Mädchen und wollte nur so sein wie die anderen. Aber das ist nicht, was passiert ist. Nein. Ich habe Dinge getan, die, wenn ich jetzt drüber nachdenke, mich schließlich hierher brachten. Nasses Licht. Alles fing mit diesem verdammten Licht an. Das erste Mal passierte es, als ich noch ein kleines Mädchen war, 7 oder 8 Jahre alt. Ich ging vor der Schule entlang, als plötzlich dieses Geräusch zu einem unbestimmten Grollen zerfloss und das Licht immer stärker wurde, völlig maßlos und alles an Bedeutung verlor. Ich konnte nichts mehr erkennen. Dinge, Menschen, Wörter, nicht einmal mich selbst. Fanny, wo sind denn diese in Sternchen geschriebenen Texte? Wo sind die denn hier? Ach da, ah! Da unten, also das unter diesem Strahl da, wo man durchblättern kann, da steht das unten drunter. Das sieht man halt nur nicht, weil. Ah, jetzt. Da. Da steht Don't stare mich. Don't stare at me.
Aber wo steht Schlaf, René? Schlaf? Egal. Ich verspürte die Furcht als eine körperliche Erfahrung, welche mich davon abhielt, mich zu bewegen, zu schlucken, zu atmen. Nach weiß Gott wie lange kehrte alles wieder zur Normalität zurück. Aber eine neue Angst ersetzte die alte. Anders, aber schrecklich, dass das Licht zurückkommen könnte. Und es kam zurück. Meine Erinnerung an diese Jahre ist verschwommen. Zwischen meinem 7. und 10. Lebensjahr sind die Erinnerungen abgeschottet und ich kann nicht sagen, wie oft und wie häufig das Licht kam. Meine Mutter gab mir in dieser Zeit ach so, eine Puppe. Das ist mir Charlotte. Eine Puppe. Wenn ich daran zurückdenke. Gut, die kennen wir ja alle noch nicht. Hier was Neues? Nee. Ich weiß gar nicht, wie viel Sinn das hat, die einzelnen Tagebücher-Eintrager zu lesen, solange man noch nicht das ganze Buch hat. Weil wir hatten ja das schon mit Charlotte, dass halt die Mutter ihr die Puppe gegeben hat, weil irgendwie das Licht halt immer kam. Aber mit dem Licht hatten wir ja vorher noch gar nichts gehabt und jetzt haben wir es ja erst erfahren, dass irgendwie dann, wenn das Licht kommt, irgendwie ihr es ihnen nicht so gut geht, was auch immer das Licht sein soll. Dokumente über Annahme von Personendaten, Wohltätigkeitsstiftung, Nervenheilerstand, blablabla. Ganz viele Daten. Okay. Dann geht's weniger. Interessant, was haben wir hier? Juli 1935. Oh. Viel Theorie und Kliniken für privilegierte Menschen. Das hat jetzt ein Ende. Es ist endlich der Zeitpunkt zum Handeln gekommen. Volterra ist der geeignete Ort für eine moderne Heilanstalt, in dem Ärzte, die etwas verändern wollen, die richtige Umgebung finden. 20. November 1935. Der Schritt über die Schwelle in diese Nervenheilanstalt war wie das Betreten einer anderen Welt. Eine Welt aus Gerüchen, Geräuschen und Bildern, die sich jenseits der Vorstellungskraft befinden, die sich kaum beschreiben und erklären lassen. August 1936. Hier ist es wie in vielen anderen Anstalten auch. Die Abteilung ist übervoll, hunderte von Geisteskranken werden von einer Handvoll Krankenschwestern überwacht. Sie sind gezwungen, die Patienten, die am unruhigsten sind, ans Bett oder an die Heizkörper zu fesseln. Sie arbeiten rund um die Uhr. Das ist doch unmöglich, so zu arbeiten. Wir, die Ärzte, sehen die Patienten selten. Die Krankenschwestern erstatten uns Bericht über das Befinden der Frauen. Der beißende Gestank in den Abteilungen, das Stimmgewirr und ständige Schreien, das fast nichts mehr Menschliches an sich hat. Nackte und dreckige Körper, die keine Würde mehr haben. Das Irrenhaus hüllt einen aus, zerrt innerlich auf. Ich denke oft daran wegzugehen. Ich fühle mich unnütz, machtlos, wie eine Art Gefängniswärter, der Mitgefühl hat, dass niemand etwas nutzt, nur mir, um mein Gewissen reinzuwaschen. 15. März 1938. Jeden Tag spielt sich vor mir etwas Dramatisches ab. Ich versuche Abstand zu wahren. Ich tue das Wenige, was ich imstande bin zu tun. Vor einigen Tagen ist jedoch ein Mädchen eingeliefert worden. Ihren Blick habe ich nie vergessen können. Nur durch ihr Schweigen hat sie würdig die Bitte ausgedrückt, nicht aus ihrer Welt gerissen zu werden. Und ich? Ich könnte ihr Vater sein. Der Vater, den sie nie gehabt hat, der sie nicht gewollt und der sie zurückgewiesen hat, ohne sie zu kennen. Ich habe sie auch zurückgewiesen, habe ihre Bitte abgelehnt, war nicht in der Lage, etwas anderes zu tun, als zu unterschreiben und sie dadurch in die Hölle zu verdammen. Sie ist eine Gefahr für sich und die anderen. Sie ist ein öffentliches Ärgernis. Das stand auf dem von der Polizei ausgefüllten Blatt, dem zu widersprechen wäre schwierig gewesen. Wie viel Gewalt wird diesem Mädchen noch angetan werden? Ihr Blick ist so tiefgründig, so weit entfernt, unbeschwert zu sein, was sie in ihrem Alter eigentlich sein sollte. Ich habe in meiner Einsamkeit im Bett geweint, als ich an diese traurigen Augen und den verängstigten Blick denken musste.
Okay, anscheinend ein... Ah, kein Namensschild. Notiz. Also, das heißt Notiz, ein, hier ist zu. Ein Tagebucheintrag von einem Arzt. Ich bin mir irgendwie nicht ganz sicher, weil der hat jetzt irgendwie geschrieben, es sind nur Patientinnen und die ganzen Frauen, also ist das jetzt wirklich nur eine Nervenheilanstalt für Frauen gewesen? Aber wir hatten doch auch Spinde gefunden mit männlichen, oder waren das dann die Spinde, die wir gefunden haben, nicht Spinde von den Patienten, weil die ja eh alles abgegeben haben, sondern vielleicht eher von den Pflegern? Und das heißt, ja, männliche Pfleger, ja, das haben wir ja gesehen, dass es auch welche hatten. Ja, das weiß ich jetzt noch nicht so. Ja, okay, wir sind C. Oh, was haben wir hier? Okay, irgendein Mittelchen. Was ist das? Wo sein Diplom, Dingsbums da, dass er Abschluss hat. Okay. Textfeld, aber kein Text. Okay, irgendwelche Bilderchen vom Gehirn. Spritze. Mehrere Spritzen. Ein Reflexhammer und ein Telefon. Ah, okay, die Aufmachung ist zugenagelt. Achso, da ist noch ein Zettel. Moment, mal gucken. Ist hier, was haben wir hier? Hi! Das sind noch Briefe. Okay. Anscheinend kann ich nur die Schublade aufmachen, aber wenn ich diese Briefe da angucken, die schon so mysteriös leuchten. Gut, dann nehme ich mal den Zettel hier. 12. März 1938. René T., 16 Jahre. Menarche mit 12 Jahren. Hausfrau. Vater unbekannt, Mutter Schneiderin. Dr. B. Seit gestern früh in Beobachtung, aus Pontedera kommt, begleitet von einem Polizeibeamten. Mit Anordnung des Untersuchungsrichters vom Gericht in Pisa, dass sie sich bei mir einem psychiatrischen Gutachten unterziehen soll, welches ich durchführte. Ärztliche Bestätigung. Geisteskrankheit mit früheren Prodromen. Leidet seit einem Jahr am depressiven Syndrom mit der Vorstellung, an Tuberkulose erkrankt zu sein. Unterernährt. Das dürfen wir nicht lesen, das ist verboten. Wenn sie uns entdecken, kriegen wir großen Ärger. Huch, wir haben sogar noch Entscheidungen. Steht etwas über René drin, über dich. Wir müssen es auf jeden Fall lesen. Hab keine Angst, es wird dir nichts passieren. Richtig, wir werden es nicht lesen. Ja, wir müssen es auf jeden Fall lesen, ne? Hast du dich schon mal gefragt, wer du bist? Bestimmt, oder? Ein Verwandter, vielleicht ein Kind? Was? Ein Verwandter, vielleicht ein Kind? Ich weiß es nicht. Das macht nichts. Ich bin hier, um dir zu helfen. Hä? Sitz. Ja, man hört irgendwie, das ist manchmal so mit zwei. Wie mit zwei Stimmen. Also mit einer Stimme, mit zwei verschiedenen Betonungen. Vorgelesen, dass ja einmal dieses, wie gerade eben das vorgelesen, das war ja eher so dieses bestimmte und selbstbewusstere und dann halt diese ängstliche Stimme, wie halt davor, wo du gesagt hast, so nein, das dürfen wir nicht lesen, das ist verboten und, oder auch das mit Charlotte, halt so, ja, Charlotte, aber dann halt eher diese Erzählerstimme, zum Beispiel, was da in dem im Bad passiert ist, das war ja auch eher diese bestimmtere, denke ich mal. Also vielleicht irgendwie so eine gespaltene Persönlichkeit.
Wirst du mir helfen zu verstehen? Wirst du mir helfen, diesem Blinden kommen, das in mir ist und das mich am Sehen hindert? Oder ist es jetzt so, dass wir jetzt wieder Arzt sind? Das ein Arztgespräch nachspielen? Keine Ahnung. Wirst du mir helfen, so stehen? Wirst du mir helfen, dieses blendende Licht zu entkommen, das ich in mir ist und mich am Sehen hindert? Wie kann ich dir helfen, wenn du dich ja nicht helfen lässt? Naja, sie will ja eigentlich. Sie ist ja jetzt hergekommen und fragt ja, ob wir ihr helfen können. Hat Angst, hört Geräusche, hört Geister. Gravierende Psychose mit Angstzuständen. Halluzination. Wirkt verängstigt, verloren, leidender Gesichtsausdruck, fragender, angstvoller Blick, desorientiert. Fühlt sich verwirrt, hört im Kopf Schreie, versteht nicht gut. Fühlt sich seit 2 bis 3 Monaten nicht gut. Auf die Fragen antwortet sie: Meine Mutter will mir Schlechtes. Sie macht mir immer Angst. Sie verfolgt mich. Warum sind Sie hier? Ich hatte Streit mit meiner Mutter. Dann ist mir aus Furcht und Angst schwindelig geworden. Es war eine Frau da, die mich zur Prostitution zwingen wollte. Sie wollten mich zum Scheiterhaufen bringen. Die Kinder haben hinter vorgehaltener Hand geflüstert. Sie haben mich mit meinem Namen gerufen. 16. März. Heute Nacht hat sie nicht geschlafen. Sie wollten sie zum Scheiterhaufen führen. 4. April. Verlegt in die Abteilung für ruhige Geisteskranke. Weiterhin in Behandlung bei mir. Ja, das stimmt. Es ist die Abteilung, in der Amara war. Das Feuer, ja. Die Kinder wollten René verbrennen. Sie sollte bezahlen für das, was sie getan hat. Wie die Hexen. Zum Scheiterhaufen. Wer war das, was dir Angst gemacht hat? Das war alles nur Einbildung. Hast du... Was hast du getan, um diese Strafe zu verdienen? Ja, warum war das so? Was bedeutet denn das jetzt hier? 21. April. Heute ist sie wacher und beantwortet die Fragen. Sie klagt über Kopfschmerzen. Sie zeigt Gefühle, als sie erfährt, dass die Mutter da war. Sie erzählt, sie habe vor 8 Jahren zusammen mit einer Freundin einen Mann getroffen, der sie aufgefordert habe, ins Auto zu steigen und mit ihnen eine kleine Tour zu machen. Dort habe man sie überredet zu rauchen, habe sie Likör trinken lassen, ihr Dinge gezeigt und versucht, ihr weh zu tun. Sie sei fast verrückt geworden. Sie behauptet, er habe versprochen, sie zu heiraten und sie gebeten, es geheim zu halten. Diese Fakten werden im Großen und Ganzen von der Mutter bestätigt. Danach wurde sie rechthaberisch, aggressiv, überempfindlich, feindselig gegenüber den Verwandten, insbesondere gegenüber der Mutter. Sie begann, sich in der Öffentlichkeit zu entkleiden. Ganz plötzliches Lachen, dann wieder weinen. Sagt merkwürdige Dinge, masturbiert. Ich erinnere mich nicht an diese Dinge, aber dennoch dieses Schuldgefühl, der Scheiterhaufen. Ich weiß, dass ich verdient habe, für diese Schuld zu bezahlen, aber das wusste ich auch damals. Okay, das klingt ja wirklich fast, als jetzt irgendwie eine gespaltene Persönlichkeit. Man sagt halt, auf der einen Seite ist halt so dieses... ängstliche, dieses ängstliche, schüchterne Mädel gewesen. So zurückhaltend, wie sie auch jetzt, wo sie reinkommt, ist, was er ja so beschrieben hat, so ängstlich, so fragender Blick, irgendwie so trauriger Gesichtsausdruck, so in die Richtung. Und dann hast du halt diese andere Persönlichkeit, wo so, ja, ein bisschen gefasster ist, das, was er jetzt hier auch geschrieben hat, wo sie jetzt die Fragen mehr beantwortet hat. Und dann halt auch so diese Handlung, was sie erzählt, dass sie irgendwie plötzlich einfach auch nackt ausgezogen hat und irgendwann so feindselig zur Mutter wurde. Was? Das hast du verdient, weil du versucht hast, es dir selbst zu verbergen.
Ich erinnere mich an diese Dinge, aber dennoch diese Schuld. Ich erinnere mich nicht an diese Dinge, aber dennoch dieses Schuldgefühl, den Scheiterhaufen. Ich weiß, dass ich verdient habe, für diese Schuld zu bezahlen. Das wusste ich auch damals. Okay, das ist vielleicht wieder so ihre ängstliche Seite. Sagt so, ich weiß doch nicht, was da passiert ist. Dass sie halt immer nicht sich erinnern kann, was ihre wilde Seite, sag ich jetzt mal, gemacht hat. Aber trotzdem halt irgendwie unterbewusst weiß, dass irgendwas nicht so tolles war. Keine Ahnung. Alles, was ich erfahre, so wie den Rest der Krankenakte mehr zu verstehen, würde ich nur sagen, ne? Sie lässt sich nur ungern untersuchen, möchte nicht ausgezogen werden, verhält sich steif, zeigt freiwillig fast keine Aufmerksamkeit. Wahrscheinlich Halluzination. 25. April. Ideenverwirrung. Führung einer spontanen Unterhaltung unmöglich. Alle Reflexe normal. Reaktive Pupillen. Wenn wir Amara finden, dann finden wir die ganze Krankenakte. Ja gut, das haben wir jetzt ja nicht. Zur Zusammenfassung hinzugefügt. Aber psch, nicht so laut. Ach, das ist so die... Ich versuche gerade irgendwie schlau zu werden. Was diese Symbole zu bedeuten haben. Was immer so, dass Musik übelst laut und jetzt Stille. Das ist irgendwann wie wir zu den anderen stehen und die zu uns. Oder beziehungsweise, dass wir gleich auf einer Stufe sind, so dass wir zur Gruppe, die Gruppe zu uns, dann wir in eine Richtung und die Gruppe akzeptiert es nicht. Also entweder das, oder, na ja gut, wie man es jetzt nimmt, ne? Also jetzt, dass wir die Gruppe nicht akzeptieren oder dass die Gruppe nicht akzeptiert, wie wir sind. Ich denke mal, wenn es durchgestrichen ist, vielleicht, und wir wenden uns ja weg. Dass die Gruppe uns nicht... Nee, dass wir die Gruppe nicht haben wollen. Und dann haben wir einmal, dass wir über der Gruppe stehen. So von oben herunterschauen. Und einmal, dass die Gruppe uns nie akzeptiert. Und wir hatten jetzt, glaube ich, mehrmals das hier gehabt. Dass wir sozusagen zur Gruppe uns geöffnet haben. Vielleicht das dann, wo er dann erzählt hat, ja, was passiert ist, so dieses Ding da, das Abschnitt so, heute war sie gesprächiger, bla bla bla. Und dann hatten wir jetzt auch das wieder, wo wir, glaube ich, nicht mit der Gruppe interagieren wollten. Das heißt, wo wir wieder so steif waren und keine Reaktion gezeigt haben und sowas. Ich gucke nochmal hier. Kann man das nochmal lesen? Ja. Also hören wir Beruf Hausfrau. Ist man mit 16 schon Hausfrau? Na gut, vielleicht. Keine Bildung, keine, also zumindest keine Angaben. Was ist denn eine Menage mit 12 Jahren? Muss ich mal gucken. Was Menarche? Die Menarche ist eine erste Menstruation bei Mädchen. Sie signalisiert das Eintreten der Geschlechtsreife in die Pubertät. Die Menarche findet im Verlauf der pubertären Entwicklung statt. Sie ist kein einziges Zeichen für die Reproduktionsfähigkeit im Sinne eines ovulatorischen Zyklus, da es sich bei der ersten Regelblutung häufig um anovulatorische, also ohne vorherigen Eisprung verlaufende Hormonentzugsblutung handelt. Eine regelmäßige
Ovulationszyklus tritt meist nach 1,5 bis 2 Jahren ein. Es gibt aber auch Fälle von Mädchen, die vor dem ersten Menstruation schwanger worden sind. Okay. Achso, sie ist 16, aber hatte ihre erste Blutung sozusagen mit 12 gehabt. Okay. Menarche, das habe ich noch nie gehört. Das sind so Fachbegriffe oder ist es veraltet, aber ich denke mal, es ist eher der richtige Fachbegriff. Also, Fahrt unbekannt, Mutterschneider. Ah ja, bla bla bla. Hier, das ist eher so die zurückhaltende Seite. Wo war es hier? Geisteskranker mit frühen Hypodrom leiden sein, ja, depressiven Syndrom mit der Vorstellung, Tuberkulose erkrankt zu sein. Und dann, ja, hat Angst, hört Geräusche, hört Geister, gravierende Psychose mit Angstzuständen, Halluzination. Wirkt verängstigt, verloren, Leidenschaft, leidender Gesichtsausdruck, fragend, angstvoll, bla bla bla. Das ist eher so diese, ja, die unterwürfige Seite so von ihr ist, so die ängstliche. Bla bla bla. Nein, halt, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich hier weiter. Heute ist sie wacher, beantwortet die Fragen. Sie klagt über Kopfschmerzen, zeigt Gefühle, als sie erfährt, dass ihre Mutter da war. Das ist ja so die rebellische Seite, keine Ahnung. Genau, dann hat sie hier alles erzählt, was hier passiert ist. Heiraten, bla bla bla. Genau, das ist ja auch so ihr rebellisches, was hier war. Rechthaberisch, aggressiv, überempfindlich, feindselig gegenüber den Verwandten, insbesondere gegen seine Mutter, begann sie sich öffentlich zu entkleiden und bla bla bla. Ganz plötzlich lachen und wieder weinen. Oder dass das, naja, dass das nicht wie eine zweite Persönlichkeit ist, sondern dass das so die Schübe sind, wenn ihre Krankheit wieder reinkickt. Also was sie so als das Licht beschrieben hat, dass sie halt eigentlich, normalerweise ist sie halt so ein ruhiges, zurückhaltendes Mädchen. Und dann kommen halt diese komischen Schübe, was sie gesagt hat, wenn immer das Licht kommt, was ihr nicht so gefällt. Und da wird sie halt so wild und so, ja, wie wird das hier, aggressiv, überempfindlich, feindselig, halt so, ja, in die Richtung. Dass das hier plötzlich weint und dann wieder lacht, also extremes Auf und Ab der Gefühle. Sagt merkwürdige Dinge, masturbiert, ja. Sie lässt sie nur ungern untersuchen, möchte nicht. Das klingt dann aber wieder so wie ihr, wenn sie halt nur normal ist. So, was ist denn das? Ja, hatten wir das schon mal? Die Geschichte von René, mal angenommen, es sei eine wahre Geschichte, ein wahres Erlebnis, wäre nie in den Zeitungen erschienen. Niemand hätte sie je niedergeschrieben. Die Geschichte einer jungen Frau ist viel zu uninteressant. Die Geschichte einer jungen Frau ist viel zu uninteressant im Vergleich zu den Nachrichten, in denen Drogenhändler und Opfer wie Mitglieder einer Gesellschaft beschrieben werden, die sich alle Regeln entziehen. Unsere heuchlerische Mentalität ignoriert alles, was für sie unbequem ist, was dem Gesetz widerspricht, an den sie mit allem Kraft glauben. Junge Millionäre ruinieren von den künstlichen Paradiesen. Wer sich in den gewissen Milieus und in der Psychologie der Straße auskennt, weiß, dass zu einer gewissen Tageszeit, wenn der Tag nicht nur für Seeleute, sondern für alle Männer zur Neige geht, die im Dämmerlicht den tierischen Instinkten in sich erwachen fühlen, sich immer wieder im Halbschatten herumdrücken, um Fotos, Bücher und den Pullover herzeigen. So einer kennt 1000 Möglichkeiten, um ins Gespräch zu kommen. Entweder fragt er, wie spät es ist, oder bittet um ein Streichholz, oder er warnt vor einem herannahenden Auto. Wenn es regnet und sie keinen Schirm haben, bietet er Schutz unter seinem. Und schon ist das Eis gebrochen. Nach wenigen Minuten ergibt ein Wort das andere. Was?
wenigen Minuten ergibt ein Wort das andere und hat seine Ware zur Schau gestellt. Lauter schicke Dinge, alles erste Wahlen. Neuigkeiten mit garantierter Wirkung. Ausprobieren und staunen. Die Opfer gehören allen Gesellschaftsklassen an. Den Zeitungsberichten nach sind sie genauso unter den höchsten Beamten der Drogenbekämpfung in den Vereinigten Staaten zu finden wie in der heute High Society in Nizza und Cannes oder unter Schauspielern. Man braucht nur an Wallace Reid, Maria Oscar, Alba Roberts oder Yvonne Georgs zu denken. Okay, das ist jetzt wie so ein Zeitungsausschnitt. Ah, hier sind noch Bilder. Aber gut, das kann natürlich auch sein, weil das jetzt ja hier mit diesen mit den Drogendealern so drinne war. Dieser Zeitungsartikel. Dass sie gar keine so richtige psychische Störung hat, also dass sie sich dann vielleicht erst entwickelt hat, sondern dass das irgendwie so wie Abhängigkeits- oder Drogenrausch war. Obwohl sie hat ja geschrieben, dass das Licht einfach so gekommen ist. Das ist dann auch so. Wenn du sagst, sie hat jetzt Drogen genommen und ist dann halt dadurch in diese rebellische Phase da gekommen, dass sie halt so aggressiv wurde und so sie sich mit der Mutter gezankt hat und immer so gelacht und geweint hat. Was halt immer so ein Wechsel war. Aber das ist dann halt so seltsam, weil in dem Tagebuch schreibt sie ja, dass das einfach plötzlich so passiert, dass dann das Licht kommt und da hat sie Angst davor, weil sie da dann wieder anders wird. Komisch. Gut, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Der Park hinterm Krankenhaus und dann runter zur Küche. Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Haben wir jetzt Kapitel? Die Krankenakte. Okay, da sind wir jetzt anscheinend noch. Nein! Ich wusste ja nicht, dass es gleich lädt. Ich dachte, man kann da nochmal draufklicken. Ja gut. Gut, aber ich würde trotzdem sagen, wir machen erstmal an der Stelle hier Schluss. Das war jetzt ziemlich viel, würde ich mal sagen, ziemlich viel Story. Muss dann in der nächsten Folge das hier nochmal durchklicken. Ich glaube, es war nach der Krankenakte war noch kein Kapitelende. Ja, sonst hätten wir das nächste schon freigeschaltet. Ja, klar, war noch kein Kapitelende. Hätten wahrscheinlich noch unten in den Garten gehen müssen. Aber nicht so schlimm, das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann gehen wir runter in den Hinterhof oder was die gerade eben gesagt hat. Und schauen da mal. Ja. Okay, viel erfahren heute. Aber irgendwie trotzdem hat sie noch mehr Fragen aufgeworfen. Das Mysterium ist immer noch ziemlich groß, was mit René los ist. Vor allen Dingen, die größte Frage ist ja, wir sind ja jetzt trotzdem René. Aber anscheinend ein bisschen älter. Aber haben... Das ist halt so komisch. Ganz verwirrt hat mich ja dieses ABC-Spiel da. Weil ich überhaupt nicht so den... nicht wusste, wo stehen wir. Jetzt, dass wir die Antwort geben. Wer sind wir? Warum müssen wir jetzt diese Antworten geben? Das war halt so ein bisschen seltsam. Und natürlich auch diese seltsamen Symbole hier. Alles so ein bisschen sehr verwirrend. Gut. Ich hoffe, ihr seid gespannt, wie es weitergeht. Das sehen wir auf jeden Fall dann in der nächsten Folge. Wie immer, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.